Ja, hallo, mein Name ist Matthias Bold von der Firma 3M und ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie man den 3M Petri-Film anwendet zur Untersuchung von Milch. Okay, für die Untersuchung nehmen wir drei verschiedene Platten. Eine Platte für die Gesamtkeimzahl, eine Platte für die Untersuchung auf koliforme Keime und eine Platte für die Untersuchung auf Staphylococcus aureus. Ich lege mir die drei Platten zurecht, dann beschrifte ich diese. Das kann man sehr einfach auf der Oberseite der Folie machen. Das sollte man auch immer zuerst machen, um später keine Proben zu verwechseln. Anschließend habe ich meine Milchprobe, die ich untersuchen möchte. Zur Probenentnahme kann ich eine ganz einfache Pipette benutzen, eine Einmalpipette. Diese sollte steril sein. Und zum Beimpfen entnehme ich 1 ml der Probe. Öffne den Topfilm des Petri-Films, gebe den 1 ml einfach in die Mitte drauf, lasse den Topfilm wieder heruntergleiten, benötige dann zur Verteilung der Probe einen Probenverteiler, der 2 Seiten hat, eine vertiefte Seite, eine glatte Seite. Bei der Gesamtkeimzahlplatte nehme ich die vertiefte Seite nach unten, lege den Probenverteiler auf die Platte, drücke einmal kurz mit dem Finger und erzeuge dadurch eine schöne Probenfläche, die mir später bei der Auswertung hilft. Für die Koliformplatte mache ich erstmal das Gleiche. Ich nehme wieder 1 ml Probe, pipettiere den einfach in die Mitte der Platte, lasse den Topfilm wieder zurückgleiten und nehme jetzt bei dieser Platte die flache Seite des Probenverteilers, drücke auch hier einmal kurz drauf und die Probe ist gleichmäßig verteilt. Für die Staphylococcus aureus Platte das gleiche Prozedere, 1 ml Probe, wie bei das Pipettieren in die Mitte der Platte, lasse den Film zurückgleiten. Und nehme jetzt einen etwas anderen, größeren Probenverteiler, der eine glatte Unterseite hat, lege ihn auf und verteile die Probe einmal auf der Platte. Jetzt gebe ich dem Film einen kleinen Moment Zeit, damit sich der Nährboden ausbilden und verfestigen kann. Und jetzt kann ich die Platten nehmen, einfach übereinander legen. Das kann ich mit bis zu 20 Platten machen. Und gebe die Platten jetzt in einen Gutschrank, wo bei einer Temperatur von 35 bis 37 Grad Celsius die Bakterien wachsen können. So, die Bebrütungszeit von 48 Stunden ist abgelaufen. Ich kann die Proben aus dem Brutschrank nehmen und begutachten. Das sind die 3 Proben, die wir angesetzt haben. So, hier sehen wir die Platte der Gesamtkeimzahl. An diesen roten Kolonien können wir sehr schön erkennen, da sind etliche Bakterien gewachsen. Als nächstes schaue ich mir die Platte für die Koliformen an. Auf dieser Platte sehen wir keine Kolonien. Hier ist kein Befund. Das sind keine Koliformkeime in der Probe vorhanden gewesen. Als letzte Platte schauen wir uns die Staphylococcus aureus Platte an und sehen, auch diese ist ähnlich stark bewachsen wie die Gesamtkeimzahlplatte und daraus können wir schließen, dass ein Großteil der Keime
Staphylococcus aureus sind. Die Platten, die wir hier sehen, lassen sich sehr gut auswerten, sind sehr gut auszählbar. Aber eine Problematik bei Milchproben ist, dass wir teilweise sehr, sehr hohe Keimzahlen haben, weswegen wir vor der Impfung der Platten die Proben verdünnen. Würden wir die Verdünnung nicht durchführen, würde eine Staph aureus Platte so aussehen. Das heißt, man sieht nur einen Schleier, eine Verfärbung und kann die Kolonien nicht zählen. Um die Verdünnung durchzuführen, das ist ganz einfach. Wir haben unsere Milchprobe, entnehmen von dieser Milchprobe einen Milliliter, haben ein vorgefertigtes Röhrchen mit 9 Milliliter Verdünnungslösung, geben den 1 Milliliter Milch einfach dazu, mischen das Ganze und können jetzt aus dieser fertigen 1:10 Verdünnung die Platten beimpfen. Dieser Platte sehen wir Wachstum von Staphylococcus aureus. Das sind die ganzen dunklen rot-violetten Kolonien. Das sagt mir schon, dass Staph aureus vorhanden ist. Ich kann mir das Ganze nochmal bestätigen lassen durch eine solche Bestätigungsscheibe, die eine DNA-Reaktion auslöst. Dazu muss ich die Scheibe hier das öffnen. Als nächstes öffne ich die Staph aureus Platte und lege jetzt als Bestätigungsreaktion die Scheibe hier rein, hier zwischen. Und verschließe die Platte wieder. Drücke ein bisschen Luftblasen raus und lege die Platten nochmal für circa 1 bis 2 Stunden in den Brutschrank.